Hallo und herzlich willkommen bei der FDF Garage. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, euch wieder bei mir zu haben. Worum geht's heute? Ich habe hier noch für euch zwei Probefahrten offen. Ja, eine haben wir schon halb gemacht mit der Corsa B. Und dann 2 Liter 6 LV Sleeper Umbau. Wir waren auf dem Flugplatz mit dem Ding, haben eine Klatsche bekommen. Muss man einfach hinnehmen. Aber ich hatte auch einen Defekt. Den zeigen wir jetzt mal direkt. Gehen wir drauf ein, weil ihr wisst ja... Die 3! Ich mag die 3 nicht. Dritter Gang, Alter, ich reiß den gleich da raus, diesen... äußerst schlecht einlegbaren dritten Gang. Meine Fresse! Dritte Gang hatte ich ja mal ein Problemchen mit. Und auch da, der kann nicht schalten. Kauft euch ein paar Tempos. So, was haben wir hier für ein Problem? Wer kennt's? Die Schraube von der Pendelstütze ist abgerissen. Guck mal, wie der Motor hing. So, und das hatten wir schon auf dem Flugplatz ein bisschen berichtigt, ja, oder verbessert, wie auch immer. Aber es hat nicht gereicht, weil ihr seht, wie viel Platz noch hier ist. Die Pendelstütze liegt eigentlich hier oben, wo ich meine Lampe durchbekomme, liegt die eigentlich an der Karosse an. Und deshalb hatten wir dann da Probleme. Ihr seht auch, dass, boah, die Achsmannstätte hat auch, also ist auf jeden Fall defekt, die Achsmannstätte, müssen wir auch machen. Auf jeden Fall gab es da Probleme dann mit dem dritten Gang, denn ich denke mal, Motor ist auch gekippt, und im Moment, wo ich ihn dann reinlegen wollte, den dritten Gang, was ich auch nicht so sanft gemacht habe, ging der halt nicht rein. Wie gesagt, auf dem Flugplatz selber hatten wir schon mit Jan viele Grüße und dem Patrick versucht, das hier so ein bisschen zu auszubessern, aber hat leider nicht gereicht und nicht geklappt. Dafür habe ich aber jetzt unseren neuen Azubi, den Giovanni. Hallo. Der das jetzt mal in die Hand nimmt. Also ich hoffe, dass wir da vielleicht die Pendelstütze oder die Gummilagerung wegbauen können und dann einfach vorsichtig, die Schraube ist jetzt so bündig abgerissen, warum auch immer, was reinmachen können und die Schraube dann rausholen oder restliche Schraube, und dass wir dann einfach eine neue Schraube reinmachen können und gut ist und dass das Ding dann sauber schaltet. Noch ein Thema, ich weiß, am Anfang wird viel gelabert, aber wie gesagt, ihr kriegt zwei Probefahrten. Einmal den Corsa und dann haben wir noch ein Auto, was wir noch nicht Probe gefahren sind mit euch auf der Straße, bevor es nochmal umgebaut wird. Das machen wir in diesem Video und ihn habe ich zum Verkauf angeboten. Das Auto soll kosten, ohne Eintragung, 3.500 €. Mit Eintragung um die 5. Weil da müssen wir noch ein paar Sachen machen. Jetzt melden sie sich wieder und sagen, ja, sie hätten gerne Detailbilder. Also, ich habe den Corsa hier gekauft für 800-900 €. Habe ich ihn gekauft. Ja, dann sehen wir in Nigelnagel neues Fahrwerk, Gewindefahrwerk von FK. In Nigelnagel neue Auspuffanlage von, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall Abgasanlage und Fahrwerk zusammen haben, glaube ich, um die 900 gekostet. Einbauen, vermessen. So, Motorumbaupaket hat nochmal 1.500 gekostet. Wo sind wir? Bei um die 3 und Nockenwellen haben irgendwie nochmal 500 gekostet. Das ist quasi mein Einkaufspreis, noch nicht zusammengebaut. So, also ich gebe den quasi in meinem EK raus. Gebe ich das Auto ohne die Eintragung. Wenn wir die Eintragung machen, wie gesagt, kostet der mehr. Aber tut mir einen Gefallen. Wir reden hier vom Corsa für unter 1.000 €. Fangt nicht mit an immer mit diesen, ich hätte gerne Detailbilder und ich gehe jetzt einmal mit euch rum und zeige euch, wie schlecht dieses Auto ist. Rost, Rost, Macke, Macke, Rost, Rost. Ist nicht durch, ist aber da, wird irgendwann durch sein. B-Säulen sind komischerweise nicht gerissen. Oh Wunder. Also hier, Motorhaube. So, und ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, ey, ist mir nicht schwer. Dann akzeptiere ich das, aber erwartet halt nicht ein tipptopp Corsa B zu dem Preis. Ich weiß, es ist nicht so beliebt. Corsa B XE hat so eine Beliebtheit in den letzten Jahren abgenommen, aber ich find's cool. So, und wer Bock hat, nochmal. Ich habe es jetzt hier auf Video auch gezeigt. Wir können auch nochmal unten drunter gehen, dann zeige ich euch auch nochmal ein paar Sachen, die nicht schön sind. So, hier ist er noch nicht durch, aber muss man auf jeden Fall sauber machen und beigehen. Hier in der Ecke, da fängt er auch an, kannst du auch noch sauber machen, sonst... Und unten drunter finde ich das Auto eigentlich für einen Corsa B nicht verkehrt. Wie gesagt, oh hier, ich muss man auch mal langsam dran. Mal gucken, ob der ist nicht durch, aber die Farbe blättert schon mal schön. Ist aber noch nicht durch. Also hinten federt das nicht der schönste, aber wie gesagt, wenn das Auto nicht weggehen sollte, keine Ahnung, was damit passiert. Ich glaube, ich tendiere dazu, ihn zu behalten für mich. Lass ihn eintragen, weil das Auto ist eigentlich ganz witzig. So, der Giovanni holt uns oder versucht uns jetzt hier die Schraube. Die kann man jetzt nochmal besser sehen, weil wir haben da drin, hier, versuchen wir vorsichtig auszubohren. Und dann hoffe ich, dass das gut geht, denn wir müssen dann noch die Drosselklappe wechseln und dann mal eine Probefahrt auf Straße mit euch und danach mit dem anderen mal. So, zwei Kleinwagen, die unterschiedlicher nicht sein können. Zack, Probefahrt, zack,
Probefahrt. Übrigens hier vorne, wenn da einer diese Verbreitung hat, bitte sagen, was er dafür haben will, ich kaufe sie. 2 Liter XE und dann haben wir natürlich Inia. Panda 100 HP, auch mit ein bisschen über Serienleistung. Beide bin ich schon gefahren, der den Corsa auf dem Flugplatz, wie ihr wisst. Ihn fahre ich im Alltag seit dem Umbau. 6.000, 7.000 Kilometer hat er schon gesehen. Also ich sag mal so, eins vorab, das nehme ich euch schon direkt weg. Denkt nicht, auch wenn es mir wirklich gerade mein Opel-Herz so, denkt nicht, dass der Corsa nur ansatzweise an dem Ding drankommt. Gleich vorab. Was der Corsa ihm aber ein bisschen stiehlt, die Show, ist Kategorie natürlich Emotion bei Sauger. 2 Liter Sauger, der Bock hat zu drehen, also Turbo natürlich cool, aber Emotion Sauger. Und die beiden Autos werden wir jetzt direkt hintereinander Probe fahren. Wir fangen mit dem Corsa an und nehmen uns dann den Panda. Die Sache ist die, da möchte ich mich auch mal zu äußern, wir haben hier einen Kfz-Betrieb. Mein Hauptmerkmal liegt hier auf der Werkstatt. Deswegen kommen nur einmal die Woche Videos, ja, weil mehr Zeit habe ich einfach nicht dafür. Ihr seht, ich muss das sogar abends machen, nach Feierabend, muss dann den armen Lehrling drum beten, dass er hier bleibt und mit mir vielleicht das Video dreht, weil ich brauche einen gleich, der die Kamera ein bisschen führt im Auto. Aber ich muss auch dazu eins sagen, auch nochmal danke, danke, danke für einmal die Woche so viele Abonnenten, so geile Klickzahlen, so cooles Feedback. Dafür einfach wirklich danke. Ich bin so zufrieden und finde den YouTube-Kanal einfach cool, weil das für mich eine Werbeplattform ist. So, aber jetzt haben wir viel gequatscht. Bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Was denkst du, was holt dich mehr ab? Der Fiat oder der Opel? Ich würde sagen, Opel. Was? Habt ihr das gehört? Nach wie lange arbeitet der? Zwei Wochen. zwei Wochen. Ist der Fiat-Fahrer jetzt schon Opel-Fahrer? Domo, was sagst du? Du bist noch schnell hier. Wenn du dich entscheiden musst, Corsa, Panda? Corsa. Echt? Ja, sicher. Bist du der einzige Blödmann, der den Panda nehmen würde? Ja, sorry, ist halt Italiener. Ich stehe null darauf. Sorry. Schilder dran. Wir fahren eine Runde und nehmen euch natürlich mit. Dann sind wir schon. Und für die, die jetzt sagen, ey, wo ist denn das Sportlenkrad? Ich habe über eine Sache nicht nachgedacht, dass das Auto hier ein Airbag hat und das Sportlenkrad ohne Airbag ist. Ich möchte mich nochmal informieren, wie das war, ob man das ausgetragen kriegt. Ich will da jetzt kein Unbug reden. Bevor ich hier sage, wir tragen das aus, weil, wie gesagt, es kommt auf an, wie dieses Auto gekauft wird. Mit Eintragung oder ohne. Muss man gucken. Ich meine, das Lenkrad ist auch witzig, eigentlich das gerne drauf lassen. Hat zwar ein bisschen was vom LKW, aber das ist hier so ein bisschen sehr weich, wenn man hier so dran dreht. So. Ja, ist Musik hinter. Du musst schon lachen. Auf jeden Fall. Ihr könnt es nochmal zeigen. Hier, Wasser, alles. Wir haben wir wirklich warm laufen lassen. Nicht, dass ihr sagt, ey, Ju, ist der Motor kalt, gibt ihm 6,5. Ne? Auto ist warm, aber ich wollte mal dem Lehrling direkt so ein bisschen beeindrucken. Und? Habe ich dich beeindruckt? Wie gesagt, ich bin jetzt ein paar Mal XE gefahren, ist geil. Also. Das ist echt cool. Aber gut, es ist jetzt feucht die Straße, ne? Das ist natürlich. Wir haben ein bisschen zu hohe Standgas. Im Leerlaufregler ist es nicht. Ich denke mal, die Drosselklappe hat da Probleme. Und die müssen wir noch wechseln. Haben wir immer noch nicht gemacht. Was mir auch auffällt, wie der Schaltknüppel steht. Ich kann es dir mal zeigen. Weil der ist jetzt so eingestellt wie auf dem Flugplatz. Und guck mal, das ist der erste Gang und der ist quasi auf dem dritten. Aber das ist halt, weil wir den so eingestellt, also am Flugplatz nochmal nachgestellt und die Stütze war aber abgerissen. Jetzt haben wir den Motor wieder gerade, haben den noch nicht richtig nachgestellt, aber man kann erstmal so damit fahren, habt ihr gesehen, 1 auf 2 reißen geht. Cool, Spiegelverstellung geht auch, ist aber auch manuell. Dein erster Eindruck so? Weil ich den XE geil finde, du kannst den halt hochjagen, wie du willst, ne? Und dann macht das halt immer wieder. Also eigentlich tut der Motor mir auch so ein bisschen leid, weil er wurde hier reingeworfen, Flugplatzrennen, dann stand er jetzt keine Ahnung wie lange. Jetzt fahren wir den mal Probe, ich wieder Kasala. Die drei gingen perfekt rein, sehen wir. Ja, klar.
klappt wieder. Ich habe halt das Problem gehabt, dass der Motor wirklich gekippt ist. Ne? Aber die Straßenlage ist natürlich mit dem Corsa, muss man einfach sagen, komplett Schrott. Aber wo ich jetzt schon sage, was nicht so cool sein wird, die Straße ist tatsächlich, also doch deutlich feuchter wie gedacht. Der Panda gleich wird hier richtig Randale. Also, aber das ist halt hier, siehst du, weniger Drehmoment, ne? Alles exponentiell oder proportional steigt erst an. Und also ich sag mal, es macht einfach Spaß. Und für mich bleibt das Wolfs im Schafsfeld oder ein Sleeper. Klar gibt es schnellere Autos, aber ich glaube nicht, dass viele damit rechnen werden. Oder dass halt die Leute nicht damit rechnen, dass das halt, dass hier um die 170 PS rumschwimmen, ne? Oder über 160 sind. Beim Panda ist es ja genauso. Ja. Denkt man auch nicht. Aber hier beschlägt die Luft auf jeden Fall. Ja. Heizung ist auf jeden Fall auf Max, ey. Voll am Schwitzen. Aber geil, dritter Gang funktioniert schon mal wieder. Einmal Fahrerwechsel. Mein Highlight ist leider beschlagen, aber Tiger auf der anderen Seite Winnie Pooh. So. Hoppla. Und ich muss eins sagen, ich habe im Panda oder im Corsa mehr Platz wie im Panda. Kannst du dir vorstellen, sowas zu fahren? Auf jeden Fall. Ja, ist halt sauber, ist halt, ich bin halt Turbo gewöhnt. Und so allein schon, dass er halt so von Serie schon Fächer kümmer hat, ne? Macht schon Laune. Ja, das Soundtechnisch ist, macht halt Bock. Ne? Also halt dieses Gefühl, Emotionen halt, ne? Dann auch noch jetzt direkt da halt, ne? Gibt's Gas. Muss eins noch dazu sagen, das hört sich jetzt alles wild an und fühlt sich wild an, hört sich und fühlt sich wild an, aber wir fahren die ganze Zeit 70. Hier ist 100 erlaubt, also, ja. Aber das ist halt das Geile in so einer Büchse, in so einem neuen Auto denkst du, hey, 70 so komplett langweilig, emotionslos, und hier fährst du 70 und denkst so, völlig losgelöst. Steht mir, oder? Ja? Steht mir. Ja gut, als Opel-Fahrer muss Fenster auf und Ellenbogen raus, ne? Ja. Also da brauchst du schon... Wie waren eigentlich die ersten zwei Wochen hier? War gut. Hab viel gelernt. Muss ich sagen. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ja. Macht doch Spaß, muss ich sagen, auch mit Domo. Sollen wir mal so ein bisschen angeben, was du schon in den ersten zwei Wochen alles so machen durftest? Weil ich glaube... Ich glaube, ein Azubi darf sowas wirklich nicht drin machen. Also, komm, wir geben mal ein bisschen an, weil ich habe halt, wenn jemand wirklich Bock hat und hier richtig sagt, ey, ich will dazugehören, ich will durchziehen und wie er das Gefühl auch bekommt, dann ist das auch so, dass wir den viel machen lassen. Und ich rede extra vom Wir, weil natürlich bin ich der Chef, aber ich entscheide selten was komplett alleine. Gerade wenn es um Wohlbefinden oder um die Werkstatt an sich geht. Das ist immer in Absprache mit meinen Jungs. Ja? Weil ich möchte wirklich das Gefühl von eins, also dass wir eins sind, vermitteln. Ne? Und deshalb sage ich, die Entscheidung, die Sachen, die er jetzt machen durfte, die, das war, ist zusammengefallen mit uns allen. Und er, also, er hat gemacht, oder durfte schon machen, Steuerkette Opel, also Corsa D, 1 Liter hast du gemacht, Zahnriemen 2 Liter Turbo hast du gemacht, Corsa B Motor ausgebaut hast du gemacht, Corsa D OPC mit, okay, das mit Domo Hand in Hand, aber Pleuellager erneuert. Was hast du noch gemacht? Na ja, gut, eine Achsvermessung hast du gemacht. Achsvermessung, Bremsen gewechselt. Bremse, gut, Bremse mit Domo immer, ne? Domo, ja. Genau. Ja, also wie gesagt, die haben da immer drüber geguckt und die Reparaturen dauern zwar länger, aber haben geklappt. Wechsel, Service. Ja, sowas halt, klar. Aber das war in den ersten zwei Wochen und ich glaube, das könnte eine aufregende Reise werden, wenn das so bleibt, von der Motivation und von der Integration, die er mit sich bringt. Und dann finde ich, also ich weiß ja auch, dass es cool ist, wenn einer so ein Auto hier hat, so einen Schrotthaufen, und sagt so nach der Arbeit, ey, komm, wir fahren eine Runde. Klar, ne, ich begleite das mit dem Video, aber ich glaube trotzdem, dass es so cool ist. Und das ist so ein bisschen mein Zeichen als Dankeschön, weil du so rein aus. Ne? Und ich mich darüber freue, dass ich hoffentlich mit meinem Gefühl diesmal richtig liege und ja, einen coolen Mitarbeiter
oder ein neues Mitglied gefunden haben. Jetzt haben wir genug geschnallt. Ja? Gleich hinter der Kamera kriegt er erstmal Schläge, weil er die Kurve so hochgeballert ist. Da. Ich würde sagen, Corsa BXE Thema ist durch. Das wird erstmal das letzte, was wir über das Auto gesehen haben hier auf diesem Kanal. Es sei denn, es passiert noch irgendwas richtig Spannendes, aber ich glaube, so haben wir jetzt genug gezeigt. Das Ding ist witzig. Das Ding ist einfach cool, ist auch witzig, wie er aussieht, hat wenig mit schön zu tun, aber ich finde, er ist so hässlich, dass er schon wieder schön ist. Und wir haben ihn gekauft und er brauchte, glaube ich, damals von 0 auf 100 über 40 Sekunden oder 30 Sekunden, ich weiß es nicht mehr. Wir mussten die Messung abbrechen, weil es hat zu lange gedauert. Und ja. Und jetzt haben wir ein Problem. Es fängt richtig an. Es fängt richtig an zu regnen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch den Panda-Turm fahren. Bergisches Wetter, ey. Ja, schau, ich bin klasse. Ich hätte echt gehofft, das hält ein bisschen länger. Also ich muss sagen, vom Komfort ist der Panda schon besser. Also du sitzt nicht so schön. Ja, das, irgendwie sitzt du da auf den Sofasesseln von dem Corsa besser. Aber vom Fahren her ist der so irgendwie viel angenehmer. Der Corsa ist so irgendwie so ein bisschen doch mehr auf Krawall so gebürstet, weißt du? Ich sehe, ist geil. Aber das Ding holt mich richtig ab. Also es ist schwer, ihn einzuplatzieren, weil wir haben echt viele coole Autos gebaut schon. Also die mir gut gefallen. Was mich richtig auch nach wie vor catcht, und da freue ich mich auch, wenn es da weitergeht, ist hier zum Beispiel der Corsa C16 Turbo. Das war auch ein Auto, das hat so geil funktioniert, auf viel, ich glaube über 15.000 Kilometer im Alltag bewegt, also wirklich daily, innerhalb von knapp einem Jahr. Bielster Berg sogar, Track Days hier damals auch der. Wie gesagt, hab den ganz normal im Alltag bewegt, aber der Panda, boah, der kommt der ganzen Sache schon nah. Und ich muss sagen, der ist halt auch direkt da. Na klar, jetzt so, wir sind jetzt in der 4. Wenn wir jetzt mal in die 3 gehen, 3000 Umdrehungen. Ist halt auch direkt da, ne? Mhm. Der Panda, muss ich sagen, ist extrem, wirklich extrem kurz übersetzt. Das ist jetzt so, da ich mal mehr oder weniger die erste und direkt letzte Probefahrt. Und dann geht es direkt wieder um, also geht er in den Umbau, wir verbessern ein paar Sachen, wir ändern ein paar Sachen. Und dann, wenn er auf der Straße so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann bauen wir, glaube ich, im Antrieb noch ein bisschen um. Weil ich hätte schon gern mehr Grip, glaube ich. So, jetzt habe ich schon vieles gespoilert. Zweite Gang brauchen wir gar nicht. Das ist fucking schnell. Wir wollen auch an die Achse, will ich auch nochmal abändern, weil ich habe da die Arbeitachse drunter. Wenn ich mich täusche, ist es ein bisschen breiter, aber es gefällt mir so nicht, wie das Ganze noch so fährt. Ich würde die gerne strahlen, die Panda-Achse, die serienmäßig unter war. Muss dann meinen dicken Freund, den Marco, fragen, ob der mir vielleicht dann pulvert. Und dann würde ich gerne die Panda-Achse wieder runterbauen, weil wir bleiben eh erstmal beim Sechsgang. Scheint hier so zu halten, bis jetzt. Und ich hatte auch ein bisschen Kontakt nach Italien und die haben gesagt, die fahren da 350 PS in Italien mit dem Getriebe. Also. Und da kommen wir ja eh nicht hin. Noch nicht. Aber das fährt irgendwie doch schon viel, viel sicherer wie der Corsa. Muss ich gleich dazu. Also klar, nicht zu vergleichen, die Autos. Ne? Wir haben ja einen 2008er Panda und da einen 93er Corsa. Aber das fährt irgendwie doch schon ein bisschen sicherer. Vor allem, man denkt ja gar nicht, was so die 1,4er Turbos, sag ich mal, abkönnen. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also, ja, man kann halt nur wiederholen, ne? Der Motor war über Kopf, ne? Naja, also der Motor war auf dem Kopf. Ich habe nichts dran gemacht, ich habe nicht mehr so gewechselt. Ich habe ihn einfach hier eingebaut und seitdem fahre ich den. Ich meine, der Abarth sah auch trotz des Unfalls gut gepflegt aus, muss man sagen. Ja. Das sah jetzt nicht aus wie die letzte Ranzbude oder so, sondern... Die Sitze sahen ja auch aus wie neu. Ja, das sah schon alles recht gut aus. Das war dem Auto echt geil, ist so... Mit Wasser haben wir gar keine Probleme, mit Wassertemperatur. Der wird gerade mal kurz vor halb, so in der wärmsten Stufe. Ich meine, da haben wir den auch so eingestellt, dass der Lüfter angeht. Ja, im Aufbau, das wird schon wild an. Ne? Ja. Oh. Alter, guck
hält und klar, es sind nur 0,7 Bar, aber das Ding wird richtig reingenommen. Es liefert einfach irgendwie immer ab und nie irgendwie Probleme bis jetzt gehabt. Und ihr habt gesehen, also wie gesagt, dritter Gang, ist feucht, dreht. So, Lehrling, das, was du kaputt machst, reparierst du auch. Auch hier gilt, langsam fahren. Wenn du mich verletzt, hast du keine dein Gehalt überweist. Ich bin dann wieder arbeitslos. Willy Spinny. Ja, es ist halt leider, können wir, ja, das Potenzial, wie schnell der wirklich eigentlich auf 100 auch ist, nicht zeigen, weil er dreht. Aber was sagst du jetzt so im direkten Vergleich zum Corsa? Er bewegt sich halt, muss ich sagen, besser in den Kurven, ne? Das muss man leider echt sagen. Der stinkt auch mehr in der Höhe. Das auch. Nee, aber er macht das halt besser, ne? Klar, Jahrgänge, ne? Da sind viel dazwischen, ne? Ja, wir haben auch Öldruck und rote Kontrollleuchten auch an. Öldruck greifen wir woanders ab. Also wir haben das unter Kontrolle, keine Angst. Rote Kontrollleuchte ist noch an wegen, sagen wir mal, Lappalien. Wohl? Oh, dreht. Ja, das, wenn ein Ladedruck kommt, dreht. Und jetzt kommt wieder das überraschende Ende, denn du hättest tanken müssen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt einfach. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wie immer, danke für euren Support. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Ey.